Ja, das gehört zu den vielen Rätselhaftigkeiten an diesem, in diesem Fall, auch in diesen Ermittlungen. Es ist ja auch so, dass die Feuerwehrleute, es ist ja nicht nur so, dass die Feuerwehrleute von keinem Untersuchungsausschuss gehört wurden bislang, sie sind ja nicht mal von den Ermittlern vernommen worden. Also das Bundeskriminalamt, die Bundesanwaltschaft hat sich nicht dafür interessiert. Die haben lediglich den Einsatzbericht der Feuerwehr angefordert. Da steht dann drin, wann die ausrücken, wann sie alarmiert wurden, wann sie am Brandort waren, wann das Feuer gelöscht war und wann sie wieder abrückten. Mehr steht da nicht drin und das reichte den Ermittlern. Aber wir haben jetzt, nachdem wir sie ja nun vor 2 Wochen erlebten im Untersuchungsausschuss, die Feuerwehrleute, wissen wir ja, dass es doch sehr interessant ist, was die ausgesagt haben und dass deren Sicht auf die Dinge und deren Erlebnisse dort am Brandherd eben doch ein bisschen anders waren als offiziell dargestellt bislang. Und vor allen Dingen widersprechen sie auch der offiziellen Darstellung der Geschehnisse an jenem 4. November in Eisenach. Das wäre auch schon meine nächste Frage. Die Feuerwehrleute haben ja angegeben, dass sie auch in ihrer Arbeit, also dem Löschen des brennenden Fahrzeugs, massiv von der Polizei gehindert wurden. Und Aussagen, die 2 Feuerwehrleute über das Innere, die einen Blick in das Innere des Wohnmobils geworfen haben, widersprechen eben auch eklatant den Bildern, die die Behörden dann später von dem Innenraum des Wohnmobils veröffentlicht haben. Können Sie vielleicht kurz die Aussagen der Feuerwehrmänner zusammenfassen? Ja, also das beginnt ja damit, dass die Feuerwehrleute alarmiert werden, sowohl die Feuerwehr als auch die Freiwillige Feuerwehr werden alarmiert und kommen dann zum Brandort, wo erstmal nur 2 Streifenpolizisten da sind, die nämlich die Feuerwehr alarmiert haben. Und die wollen dann im Prinzip anfangen zu löschen, aber es gibt dann auch einen ersten Wasserstrahl von außen sozusagen auf das Fahrzeug. Aber dann treffen schon in ziemlich kurzer Folge relativ viele Beamte ein und die Feuerwehrleute, die dort im Untersuchungsausschuss waren, die haben gesagt, also so viel Polizeibeamte, vor allen Dingen auch in Zivil, haben sie eigentlich noch nie gehabt an einem Brandort. Üblich sind so 4, maximal 6 Leute, die kommen, wenn ein Fahrzeug brennt. Hier waren es aber innerhalb kurzer Zeit an die 20, manche sagten 20 bis 30 Beamte, ein Großteil davon, ungewöhnlich viele in Zivil, also Zivilbeamte. Und das war schon das Erste, was auffiel. Dann gab es eine kurze Beratung mit der Polizei und der Polizeiführer dort vor Ort sagte dann zu der Feuerwehr, also sie brauchen hier nicht großartig zu löschen in dem Fahrzeug, das würde nur die Spuren vernichten. Die Personen, die im Fahrzeug sind, sind ohnehin handlungsunfähig. Das ist natürlich schon ein bisschen seltsam, weil das ein bisschen darauf hindeutet, als wenn die Polizei vorher wusste, dass die beiden dort im Fahrzeug tot sind. Das war allerdings natürlich noch längst nicht klar. Klar hat es gebrannt, das Fahrzeug, aber nun auch nicht so lichterloh. Und ich meine, man hätte ja immerhin davon ausgehen können, dass diese beiden Täter im Fahrzeug entweder sich mit Atemschutzmasken zum Beispiel noch am Leben gehalten haben oder dass sie vielleicht auch eine Sprengfalle angelegt haben. Denn der Punkt ist ja auch, dass die Feuerwehrleute von der Polizei gar nicht informiert worden sind, dass es anfangs wohl Schussgeräusche gegeben hat im Innern. Die sind also, darüber sind sie heute übrigens immer noch sehr ärgerlich, diese Feuerwehrbeamten, was man ja verstehen kann, sind von der Polizei überhaupt nicht vorgewarnt worden, dass wenn sie sich dort zum Fahrzeug begeben, dass ihnen dort Gefahr drohen könnte durch explodierende Brennstoff zum Beispiel oder auch durch explodierende Munition. Und dann wurde dann doch beschlossen, dass die Fahrzeugtür geöffnet wird. Da stand auch ein Polizist dann mit dabei. Er hieß, es muss jetzt die Fahrzeugtür von außen geöffnet werden, und zwar die an der Seite. Da wurde dann einmal kurz kalt Wasser aufgehalten, weil die Tür schon ziemlich heiß war. Dann wurde die Tür geöffnet. Und dann gab es also die konkrete Anweisung von der Polizei, kein Wasser in das Fahrzeug hinein zu machen, obwohl die Feuerwehrleute dort, die ersten, die dort vorne standen, also auch schon die Füße einer Person gesehen haben, die dort im Fahrzeug lag. Aber es wurde ihnen also absolut untersagt, irgendwie dort reinzugehen und Wasser reinzuhalten. Was natürlich ungewöhnlich ist, weil die Feuerwehr hat natürlich bei solchen Brandereignissen immer die erste Aufgabe, Menschen zu retten. Und man hätte ja zumindest die Menschen rausholen können, die da noch drin lagen, von denen man also zumindest die eine Person, von der man da Füße sah, hätte man versucht rausholen zu müssen, um dann vielleicht versuchen auch, die am Leben zu halten. Es war ja nicht klar in dem Moment, dass Uwe Böhnhardt, der das ja offensichtlich war, der dort lag im Gang, dass der schon durch den Kopfschuss getötet war. Das war ja bis dahin nicht bekannt. Aber die Feuerwehrleute wurden also im Prinzip daran schon mal gehindert. Das ist das eine. Und dann ging es eben weiter, dass insgesamt 4 Feuerwehrleute, muss man sagen, einen Blick ins Innere warfen. Einer davon
ist sogar dann nachher kurz reingetreten, hat erste Aufnahmen gemacht vom Inneren des Fahrzeugs. Interessant ist dabei, also es ist nicht ungewöhnlich, dass der Einsatzleiter der Feuerwehr Fotos macht vom Brandort. Das ist sozusagen, das brauchen die für die Dokumentation. Die müssen ja, wie das so ist in Deutschland, jede Einsatzbehörde muss irgendwie nach ihrem Einsatz das auch dokumentieren, was sie da getan hat. Und dazu gehören eben auch Fotos. Und er hat Fotos gemacht vom Inneren, kam dann raus und da ist sofort der Polizeiführer, der Zuständige, das war der Chef, der Leiter der Kriminaldirektion in Gotha, ist dann gleich zu ihm gegangen und hat die Kamera konfisziert, hat ihm die Kamera dann nach einer Stunde wiedergegeben, aber ohne den Speicherchip, weil er ihm also verboten hat, diese Fotos zu verwenden. Das ist erstmal ungewöhnlich. Es ist auch deshalb ungewöhnlich, weil diese Fotos, die auf diesem Speicherchip waren, bis heute verschwunden sind. Sie tauchen auch nicht in den Ermittlungsunterlagen auf. Wir haben also kein originäres Bild von den ersten Momenten in diesem Fahrzeug. Also die ersten Bilder vom Tatort sind verschwunden. Das ist deshalb auch wichtig und wirft Fragen auf, weil die vier Feuerwehrleute, die da reingesehen haben, insbesondere auch der drin gewesen ist, aber auch die anderen drei, die sich mal so reingebeugt haben durch die offene Tür und reingeschaut haben, die haben zwei ungewöhnliche Eindrücke geschildert, die so gar nicht zusammenpassen mit den später vorliegenden Tatortberichten der Tatortermittlungsgruppe des Landeskriminalamtes. Sie haben nicht zum einen gesehen, dass die Leiche, die im Gang lag, also Uwe Böhnhardt, dass die auf dem Rücken lag. Auf den Fotos, die später die Tatortermittlungsgruppe angefertigt hat und die auch Bestandteil der Ermittlungsakten sind, liegt die Leiche von Böhnhardt auf dem Bauch. Da fragt man sich, warum ist diese Leiche umgedreht worden. Erklärt aber auch zum Beispiel die eine Waffe, aus der gefeuert wurde, die eine Pumpgun unter der Leiche lag. Aber das ist schon mal eine ziemlich starke Manipulation von Spuren. Und das andere, was eben auch schwer wiegt, ist, dass diese vier Feuerwehrleute, die also in das Fahrzeug blickten, sich nicht erinnern können, Waffen darin gesehen zu haben. Tatsächlich aber wurde hinterher, auch wieder laut Tatortermittlungsgruppe, laut der Dokumentation, ist eine Maschinenpistole, liegt geradezu auf der Bank der Sitzecke. Auf dem Tisch liegt eine Dienstpistole, die Dienstpistole nämlich von Rainer Arnold, also von einem der beiden Polizisten, die in Heilbronn überfallen worden sind. Auf dem Herd liegt eine Waffe. Also diese drei Waffen hätten die Feuerwehrleute auf jeden Fall sehen müssen, weil sie nämlich auch sagten, dass noch nicht sehr viel Brandschutt abgefallen war von der Decke auf diese ganzen Gegenstände und auf die Leichen. Da lag noch nicht so viel Brandschutt drauf. Das ist wahrscheinlich erst passiert. Der Brandschutt fiel von der Decke erst runter, als das Fahrzeug abtransportiert wurde. Also wir haben es hier mit wichtigen Aussagen zu tun, die so gar nicht zu dem Bild, zu den Fotos passen, die uns in den Ermittlungsakten vorliegen. Man muss da den Schluss ziehen, dass diese Tatortermittlungsgruppe, dass aber auch die Polizei eben, ja, ich sag mal, zumindest schlampig gearbeitet hat, was die Spurensicherung anbelangt. Also aber in einem so großen Maße schlampig gearbeitet hat, dass man tatsächlich von einer Manipulation sprechen kann. Genau, wie Sie es ja jetzt schon gesagt haben, das Verhalten der Polizei, der Ermittler ähnelt eher einer Verschleierungstaktik, denn einer konsequenten Aufklärung. Mussten sich denn die verantwortlichen Beamten, die da im Einsatz waren, denn auch schon mal vor einem NSU-Untersuchungsausschuss verantworten oder überhaupt in irgendwelcher Form schon mal für ihr recht befremdliches Verhalten irgendwie Stellung dazu abgeben? Nein, also das ist bisher nicht passiert. Also natürlich hat der Leiter der Kriminaldirektion dort in der zuständigen Polizeidienststelle in Gotha, der ist vernommen worden, der Polizeidirektion Gotha, das war der Herr Menzel, der ist vernommen worden von dem Untersuchungsausschuss, und zwar im Bundestag, aber auch im Thüringer Untersuchungsausschuss. Und der hat auch meiner Erinnerung nach, hat er auch im NSU-Prozess in München bereits ausgesagt. Aber das heißt halt der Leiter der Ermittlungen, und der stellt ja alles eben so dar, wie es auch die offizielle Lesart ist. Diese Fragwürdigkeiten, die jetzt also auch die Feuerwehrleute offengelegt haben, die waren erstens bislang nicht bekannt, und zweitens waren alle Punkte, die so die Spurenlage anbelangt, es gab ja auch dann nachher im Asservatenprotokoll gab es auch Widersprüche, da wurden Spuren falsch zugeordnet, Spurennummern und so. Okay, das kann mal passieren, aber es waren doch in dieser Häufung, muss ich mal sagen, ist das eher ungewöhnlich, dass eine Tatortermittlungsgruppe so schlampig arbeitet. Und jetzt muss man den Thüringer Untersuchungsausschuss, NSU-Untersuchungsausschuss insofern an Schutz nehmen. Die haben ja in der vorangegangenen Legislaturperiode schon sehr gründlich gearbeitet, haben sehr häufig getagt und haben aber vor allen Dingen sich konzentriert auf die Zeit bis zum Untertauchen des Trios. Am Ende fehlte die Zeit, also auch die Vorgänge am 4. November genauer aufzuklären.
deshalb hat sich dieser Untersuchungsausschuss nochmal neu gebildet jetzt nach der Wahl in Thüringen. Der arbeitet jetzt also wieder, weil er als eine der Hauptaufgaben eben ansieht, diese Vorgänge am 4. November wirklich aufzuklären. Denn am 4. November 2011, denn schon im Abschlussbericht des letzten Untersuchungsausschusses hatten die Thüringer reingeschrieben, dass diese Vorgänge nach wie vor im Dunkeln liegen und es ist nicht auszuschließen, dass der Ablauf dort in Eisenach sich anders gestaltet hat und dass möglicherweise auch noch dritte Personen beteiligt waren an dieser ganzen Aktion. Also insofern muss ich mal sagen, sind die einen gehörigen Schritt vorangekommen, der Untersuchungsausschuss in Thüringen. Es wird jetzt notwendig sein, dass man sämtliche Beamte, die damals vor Ort waren, tatsächlich auch befragt, genau wie man alle Feuerwehrleute befragt hat, muss und wird auch der Untersuchungsausschuss jetzt sämtliche Polizeibeamte holen und vor Ort holen und sie befragen. Interessant wird auch sein, es sind ja Filmaufnahmen damals entstanden, weil ein privater Kameramann, der so verschiedene Fernsehanstalten beliefert, der hatte gehört von wahrscheinlich über Polizeifunk oder wie, der hat er gehört von diesem Einsatz, ist dann sofort hingefahren und dann wurden dort Fotos und Filmaufnahmen gemacht, eine Viertelstunde nachdem die Feuerwehr dort eingetroffen ist. Dieser Film existiert, der ist auch nochmal im Untersuchungsausschuss gezeigt worden. Da fällt dann auch auf, wie viele Polizeibeamte und vor allen Dingen Zivilbeamte da sind vor Ort. Und es ist jetzt wirklich wichtig, glaube ich, dass dieser Untersuchungsausschuss in Thüringen genau klärt, welche Personen auf diesen Bildern zu sehen sind. Weil es gibt natürlich auch immer noch Aussagen, die bislang inoffiziell gemacht werden, dass also andere Bundesbehörden schon recht frühzeitig informiert waren, wer dort also tot im Wohnmobil liegt. Und letztlich auch das, diesen Schluss legen die Aussagen der Feuerwehrleute eigentlich nahe. Im Ausschuss scheint es fast so, als wenn die Polizei schon ziemlich genau wusste, was sie da erwartet, wenn sie da hinkommen an diesem 4. November. Herr Förster, meine abschließende Frage ist die nach der medialen Rezeption. Es ist klar, dass es so viele Pannen gab in der Aufklärung des NSU-Komplexes, dass fast schon ein gewisser Gewöhnungseffekt bei den Massen eingesetzt hat. Dennoch sind die Berichte, die die Feuerwehrmänner abgegeben haben über den Hergang, über die Ermittlungen, über das Verhalten der Polizei, ja eigentlich derart skandalös, dass man sich fragt, warum es nicht eine viel größere mediale Debatte oder es einfach diese Vorkommnisse nach ihrem Bekanntwerden nicht viel mehr in der breiteren Öffentlichkeit medial aufgearbeitet wurden. Würden Sie da eine Einschätzung dazu geben können, warum das nicht passiert ist? Ja, ich bin da eigentlich auch ziemlich ratlos. Ich weiß auch immer nicht so richtig, woran das liegt. Also gut, ich meine, ich erlebe es ja auch, wenn ich mit so Hintergrundberichten und weiteren Details Artikel irgendwie anbieten will, dass die Redaktionen dann auch die Hände heben und sagen, ach Gott, naja, also ist ja nun auch nichts Neues, man sieht da ja gar nicht mehr durch und so. Aber genau das ist ja auch der Fehler, der hier ist. Also wir dürfen uns nicht daran gewöhnen, dass dort Dinge vorgefallen sind, dass dort Dinge falsch gemacht worden sind. Denn wir müssen natürlich schon hinterfragen, ob das alles wirklich nur Schlamperei war, ob das alles wirklich nur Pleiten, Pech und Pannen waren oder ob da nicht auch eine gezielte Manipulation von Spuren, von Hinweisen und auch von Mitverantwortlichkeiten vorliegt, ob da nicht die staatliche Mitverantwortung zum Beispiel vertuscht werden soll, weil man nicht so richtig weiß, wie tief der Verfassungsschutz in all diesen Vorgängen steckt. Das ist ja, also ich bin ja eigentlich, bin wirklich kein Anhänger dieser Staatsverschwörung. Ich glaube eher, dass die Ermittlungstätigkeit der Bundesanwaltschaft von politischer Seite her auch deshalb so eingeschränkt wird und so gebremst wird, weil man sich in der Bundesregierung nicht sicher ist, was da möglicherweise alles noch hochkommt, wenn die jetzt tatsächlich weiter ermitteln. Weil die Frage ist halt immer, wie dicht war der Verfassungsschutz wirklich dran? Hatte der vielleicht doch noch V-Leute im direkten Umfeld? Wir haben jetzt am vergangenen Wochenende ist bekannt geworden, dass also ein führender Neonazi aus Köln seit 1989 V-Mann des Verfassungsschutzes ist. Ein Neonazi, der eben große Ähnlichkeit aufweist mit jener Person, die die Bombe in dem iranischen Lebensmittelladen in Köln im Jahr 2000 platziert haben soll. Die Familie, die hatte ja damals, die Familie davon betroffen war, die hatte damals Phantomzeichnungen anfertigen lassen.
Diese Familie hat jetzt auch nach dem Enttarnen des NSU weder Mundlos noch Böhnhardt erkennen können als die Person, die damals die Bombe vorbeibrachte. Aber die Phantomzeichnungen, die angefertigt haben, die hat eben große Ähnlichkeit mit diesem Kölner Neonazi, der eben V-Mann gewesen ist. Und sollte sich herausstellen, dass tatsächlich ein Agent des Verfassungsschutzes noch dichter dran war, am NSU vielleicht sogar ein Mittäter war, dann wäre das natürlich wirklich der große GAU für den Geheimdienst und auch für die Sicherheitsbehörden überhaupt in Deutschland. Ich glaube, diese Angst hat die Bundesregierung einfach und bremst deshalb die Aufklärung, die uns ja eigentlich die Bundeskanzlerin versprochen hatte.